Das Entleihen und Zurückgeben von Ecognition-Lizenzen für den lokalen Einsatz ist mit dem Ecognition License Borrowing Tool für bis zu 30 Tage möglich. Dazu muss zunächst das entsprechende Tool installiert werden. Dies kann bei der Installation vom Ecognition Developer, Architect oder Essentials geschehen. Es kann allerdings auch im Nachhinein als einzelnes Tool hier ausgewählt werden. Nach Abschluss der Installation kann das Tool dann gestartet werden. Und zum Entleihen ist es nun wichtig, dass sich Lizenzserver und lokaler PC im selben Netzwerk befinden. Im oberen Bereich trägt man den Namen des Lizenzservers ein, also den Hostname, und drückt auf Refresh. Und kurz darauf erscheinen dann hier im linken Bereich alle verfügbaren Lizenzen, in dem Fall zwei Developer-Lizenzen und eine Server-Lizenz. Möchte man nun eine Developer-Lizenz für einen gewissen Zeitraum ausleihen, zum Beispiel bis zum 30. Mai, wählt man hier unten das Datum aus und nach einem Klick auf Borrow erscheint die Lizenz kurz danach im rechten Bereich unter Borrowed Licenses. Diese kann dann nun lokal auf dem PC genutzt werden, ohne Verbindung zum Lizenzservernetzwerk. Die Lizenz würde nun automatisch am 30. Mai zurückgegeben werden. Man kann die Lizenz allerdings auch vorzeitig zurückgeben, wenn man das möchte, indem man das Tool wieder startet, die ausgeliehene Lizenz anklickt und nach einem Klick auf Return ist diese danach wieder im Bereich der verfügbaren Lizenzen im linken Fenster.